Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen. Auf ein Bier mit. Einen wundervollen guten Abend an diesem Donnerstag. Hier ist wieder Auf ein Bier mit. Auch heute Abend kommen wir aus Ochsenhausen, aus dem wunderschönen Adler, mit einem wunderschönen, man kann es fast nicht besser sagen, mit einem wunderschönen Publikum. Guten Abend, schön, dass Sie da sind und schön eben auch, dass Sie da sind. Heute Abend habe ich zwei Gäste, da werden Sie vielleicht auf den ersten Blick gleich sagen, die kenne ich gar nicht. Auch der Name sagt Ihnen möglicherweise noch nichts, aber wir werden es ändern in den nächsten 30 Minuten. Heute Abend bei mir Chris Romeike und Philipp Moser. Hallo und herzlich willkommen. Servus. Hallo. Hallo. Servus. Einmal zum Wohle, wir haben uns auf ein bergsteigerliches Du geeinigt und damit habe ich schon ein bisschen was preisgegeben. Die beiden sind zum Wohle, die beiden sind nämlich Bergsteiger aus Neu-Ulm und die Besonderheit ist... Aus Ulm. Können wir die Sendung nochmal von vorne machen? Die Besonderheit ist, dass sie einem Berg, jetzt ich muss es ablesen, also ich kann es gar nicht aussprechen ansonsten, einem Berg im Karakorum-Gebirge, habe ich es richtig gesagt? Ja. In Pakistan einen Namen geben durften. Richtig. Das heißt, ihr seid dafür verantwortlich, dass dieser Berg jetzt Porokri heißt. Porokri, genau. Porokri. Warum Porokri? Was ist das denn für ein Name? Wieso heißt der nicht Philipp und Chris Berg? Ja, da müssen wir schon mal richtig, richtig weit ausholen. Also generell ist es so, wenn man irgendwo zum ersten Mal auf einen Berg steigt oder auf einen Gipfel steigt, dann wo noch nie vorher jemand war und man kann das belegen, dann gibt es so ein, so ein Archiv vom American Alpine Journal, die seit den 1930er Jahren tracken, wer wo wann wie oben war. Da kann man sich eintragen und wenn man der Erste war, dann darf man dem natürlich auch einen Namen geben, weil die Namen kommen eigentlich nicht von alleine. Und so war das dort auch in Pakistan. Wir waren haben diesen Berg erst bestiegen und haben uns danach dann einen Namen ausgedacht. Wusstet ihr vorher, dass noch keiner auf diesem Berg war? Ja, definitiv. Also das ist unser Anspruch in unserem Stück weit zu sagen, wir suchen nach Neuland. Mhm. Es gibt die Möglichkeiten, gerade durch solche Archive herauszufinden, wo bereits Begehungen oder Besteigungen stattgefunden haben. Und wir wussten, der hatte ursprünglich von uns den Titel bekommen S3. Ja, wir haben das durchnummeriert, S1, S2, S3. S3 ist in Stuttgart die nach Backnang. So ähnlich ist der Berg dort auch, ja. Aber wir haben dann wirklich uns einfach das sehr markiert, dass wir das auseinanderhalten konnten für uns, für unsere Vorbereitung, für unsere Warum Planung. Warum S3? Weil es von der Kette der dritte Berg war. Okay, und S steht keine für... Ahnung. Habt ihr euch einfach so überlegt. Ja. Großartig. Das wird eine unterhaltsame Sendung. Sie merken das bereits, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir wollen euch noch kurz ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen 20 Sekunden. Chris, wir fangen bei dir an. 20 Sekunden für dich in die Kamera. Chris Romeike, heute Abend zu Gast in Auf ein Bier mit. Und mit dabei ist auch Philipp Moser und auch dich wollen wir kennenlernen. Chris und Philipp heute Abend also zu Gast bei Auf ein Bier mit. Ich bin heute durstig, wir müssen noch mal einen Schluck nehmen. Trinken Sie ruhig auch ein bisschen mit, ja. Jetzt weiß ich, dass ihr diesem Berg einen Namen geben durftet, weil ihr die Ersten wart, die auf diesem Berg oben waren. Aber warum Porokri? Das haben wir noch nicht geklärt. Soll ich wieder weiter ausholen, oder? Du bist mehr für die kurzen Antworten da heute Abend. Ja, und eigentlich das heißt, ich schaue immer so ein bisschen auf die Uhr, wie viel haben wir noch, und dann entscheide ich, wen ich frage. Also Porokri heißt übersetzt Rabenberg auf Baltisch. Oder wir haben da danach gefragt, was heißt Rabe auf Baltisch. Er heißt Porok und Ri heißt Berg.
Warum Rabenberg? Jetzt die nächste Frage. Ist gut, wenn du die Frage immer gleich mitstellst. Ja, sonst wir... Ich esse so lange Käse, wenn ihr das ohne mich macht. Ja, wir haben da oben, also man muss sich vorstellen, da oben ist nur Schnee und Gestein, also total lebensfeindlich. Warum geht man da hoch? Pardon. Um diesen Pardon. Bergen Namen zu geben. Warum geht man da hoch? Weil da noch keiner war. Mhm. Und dann war mit uns als einziges Lebewesen noch ein Rabe da oben. Und das war halt ja, ein total crazy Erlebnis. Weil, gruselig, oder? Ja, warum ist der dort? Haben wir uns auch gedacht, weil der dort war. Klar, dann Rabenberg, weil man dieses Erlebnis, was wir dort auf dem Gipfel hatten, dann halt benutzt haben, um den Namen auszusuchen. Jungs, mit euch ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn ich das erste Mal in meinem Leben auf den Berg steige, auf dem noch keiner war, niemals. Ja. Ich frage mich, wie die Landkarte entstanden ist, wo der Weg draufsteht, den man hochgehen muss. Aber dann nenne ich den doch nach mir. Und nicht nach irgendeinem Raben. Nee. Nein? Nein? Also zumal, wir waren ja auch mal zu dritt. Also insgesamt waren wir zu dritt. Mit Matze mit dabei, ein Kollege von uns, Chris und ich, wo wir da hoch sind auf diesen einen Berg. Im Anschluss haben wir nochmal zu fünft insgesamt ja nochmal einen Berg bestiegen, der schon Name hatte. Mhm. Einfach dadurch, dass er in Kartenverzeichnis, im Kartenverzeichnis drin war. Und warum wir da auch vielleicht so auf das eingegangen sind, auf das Thema, das, da kann man noch mal ein Stück weit ausholen, glaube ich, ja, und zurückgehen bis 2014, wo wir in Peru beim Bergsteigen waren. Mhm. Chris war ein gesamtes Jahr in Peru. Ihr macht sowas öfter entsprechend. Ja, klar. Also, ja, das dritte die, Mal. Die dritte Auslandsbergfahrt, kann man sagen. Und davor natürlich in den Alpen sind wir dort unterwegs, um auch uns vorzubereiten und weil es natürlich auch einfach Spaß macht, das zu machen. Mhm. Und als wir in Peru waren, dieses Bergsteigen hat ja nicht nur damit zu tun, dass man sagt, man geht wohin, um dort einen Berg zu besteigen. Man taucht ja auch ganz tief in die Kultur der dort lebenden Menschen ein. Ja? Mhm. Und in Peru war es so, dass wir diesen Berg so besteigen wollten, wie es auch die Peruaner gemacht haben. Und aufgrund einfach der Inka-Vergangenheit ist es ein Land, wo noch sehr, sehr viel so Mythos mitschwebt, mit dabei ist. Und das heißt, die Peruaner würden bei großen Vorhaben, gehen die auch her und holen sich einen Schamane. Mhm. Ja, das heißt, ein Schamane nimmt Kontakt auf mit den Apus. Apus sind die Götter, die in den Bergen wohnen, um die Milde zu stimmen, dass man in das Reich eintreten darf. Ich erfahre in diesen 30 Minuten mehr über Religion und über Landschaft als in den letzten 13 Jahren meiner schulischen Karriere. Aber... Ja, und das war einfach uns wichtig, es dazu zu machen. Und es gab ein einfaches Ritual. Man hat, in dem Falle haben wir jetzt in Pakistan, haben wir einfach Sachen aus dem Basislager mitgenommen. Da war Mehl mit dabei, da waren Getreidesachen dabei, um den Göttern was zu opfern. Ja. Und Alkohol. Und Alkohol, den wir geschmuggelt hatten, darf man jetzt ja auch sagen. Achso, darf man da offiziell nicht. Offiziell nee. Nicht. Ja. Ja, stimmt. Aber wir haben das gut verpackt. Ich frage mich, warum jetzt alle plötzlich gar Bier trinken. Ja, die eiserne Reserve hatten wir. Mhm. So, ne? Und da war einfach dieses Ritual beinhaltet, dass man den Wunsch ausspricht, wohlbehalten aus diesem Reich der Götter wieder herauszutreten. Mhm. Das heißt, so wie wir sind, einzutreten, diesen Berg besteigen zu dürfen und wieder nach Hause kommen zu dürfen. Und im Glaube der Inkas war es so, dass die gesagt haben, es gibt irgendein Symbol, das sich uns dann zeigen wird. Irgendein Zeichen, von den Apus. Okay, und ihr geht jetzt davon aus, dass der Rabe euer Symbol war. So, in Peru war das auch schon so. Da war es zum Beispiel der Kondor, ja, das Wappentier auch von den Inkas. Und wir haben gesagt, warum soll das nur auf Peru begrenzt sein oder auf Südamerika? Hm. Wir machen das einfach dort in Pakistan nochmal. Ja. Warum sind es bei euch immer Vögel, die euch erscheinen? Keine Ahnung. Ja. Also ich bin auch nicht der Typ dafür, für diese mystischen Sachen. Aber das war halt so unglaublich, dass ich den da oben gesehen hatte. Mhm. Und gesagt, okay, das Erlebnis müssen wir irgendwie in diesen Namen mit reinbringen. Hättet ihr den Berg denn Matze Chris Philipp Berg nennen dürfen? Oder gibt es da Vorgaben? Puh, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ne? Wir hätten auch Regio TV Berg nennen können. Sehr schön, wir verstehen uns. Wann geht ihr auf den Regio TV Berg? Kommt auf den Vertrag drauf an. Ne? Was wir noch nicht wissen, ist, was ist das überhaupt für ein Berg? Ist das ein richtiger Berg oder war das so ein kleiner Hügel, auf den halt irgendwie zufällig noch keiner rauf ist? Unwahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein großer Berg, ne? Ja, ist ein großer Berg, hat 6020 Meter, hatten wir Glück gehabt, gerade so die 6000er Marke geknackt.
Aber alles ist relativ. Ne? Wir waren dort im Karakorum unterwegs und da stehen halt viele 8000er auch rum. Mhm. Ne? Das heißt, die 6000er... Der K2 steht dort auch, oder? Der zweitgrößte der Welt. Genau, richtig. Nanga Parbat steht dort auch. Und da sind halt die 6000er dann doch eher Alpenvorland als die Westalpen. Ne? Wenn die 8000er da drumherum stehen, 7000er und so weiter. Ja, aber du musst ja trotzdem da rauf. Klar, ja. Unser Basecamp war auf 4000, also mussten wir irgendwie auf 6000 hoch. Ist es nicht dann schon so, dass man da schwer atmet, keine Luft mehr bekommt, Sauerstoffmasken braucht? Vollkommen. Wenn was passiert, keiner retten kann, weil Hubschrauber nicht so hoch fliegen können und all diese Geschichten? Und all diese Geschichten, genau. War euch aber wurscht. Ja, man muss halt schon irgendwas in die Waagschale legen, um dann irgendwo hinzukommen, wo noch keiner vorher war. Ne? Das hatte auch Gründe. Zum Beispiel solche, es war sehr weit draußen. Unzugänglich, schwer. Wir hätten uns auch, gerade dieser Medan-Gletscher zum Beispiel, der war bis vor ein paar Jahren noch gar nicht begehbar. Uns kommt da leider, muss man ja fast sagen, auch die Klimaerwärmung ein Stück weit entgegen. Mhm. Das heißt, dieser Gletscher war, wo wir den Anstieg hatten, der war so zerklüftet vor ein paar Jahren noch, dass man eigentlich gar keine Möglichkeit oder nur mit sehr, sehr hohem Aufwand dort hochgekommen wäre. Mhm. Durch das Abschmelzen ist der eigentlich sehr, sehr einfach mittlerweile zu begehen. Mhm. Und dementsprechend konnten wir überhaupt auf dieses Hochplateau, da war dann unser vorgeschobenes Basislager auf knapp 5000 Meter Höhe, hochkommen, um von dort aus diesen Berg besteigen zu können. Aber nochmal, also Basislager kennen wir vielleicht, diese Bilder vom Mount Everest, ja, Basislager relativ groß, eigentlich fast schon touristisch. Da euer Basislager war ja wahrscheinlich nur von euch bewohnt, gehe ich mal davon aus. Ja, also ja. Wir hatten, da würde euch doch, wenn euch da was passiert, da hätte euch doch bis heute keine Sau gefunden, oder? Oder habt ihr irgendwem gesagt, Achtung, wir gehen jetzt hier hoch? Also es war schon bekannt, im Endeffekt auch bei uns zu Hause oder bei im Bekanntenkreis, wo wir unterwegs sein werden. Im Vorfeld, das war ja auch geplant, wir waren auch vom Deutschen Alpenverein, vom Hauptverband unterstützt. Mhm. Das heißt, wir haben dort vorgelegt, was wir vorhatten, wo wir hingehen möchten, in welche Region. Aber müssten und die ganzen Profis beim Alpenverein nicht sagen, hey, Jungs, ihr seid verrückt, geht doch auf, geht auf den Tegelberg. Da gibt es eine Förderung extra für. Ja. Also ist ja auch die Intention, um irgendwo hinzugehen, wo noch keiner war. Die Förderung vom Alpinismus, also vom Bergsteigen, geht ja schon dorthin, dass man auch versucht, Neuland zu entdecken. Ich meine, das, was damals früh gemacht worden ist und auch bei uns in der Sektion zum Beispiel sehr, sehr große Namen wie Sigi Hupf auch mit dabei, das waren natürlich Leute, die wirklich auch in einem Champions-League-Bereich das auch betrieben haben, was wir jetzt, sag ich mal, von der Kreisliga aus auch machen. Ja, aber wirklich auch aufzubrechen, was Neues zu entdecken und auch über neue Routen auch teilweise an den Berge zu besteigen. Woher weiß man dann, wo man hochgehen muss und wo es gefährlich ist, wo es nicht gefährlich ist? Ja, die Erfahrung mussten wir uns halt hier in den Alpen oder auch in den Expeditionen davor halt sammeln. Und sitzt ihr dann im Basislager und zieht Stöckchen, wer den Vorausgeher machen muss? Und da gibt es ein anderes Ritual. Ja? Das ist klassische Schnick-Schnack-Schnuck. Ja? Weil das ist so von uns natürlich, von unserer Dreier- oder auch Fünfer-Gruppe, da möchte eigentlich jeder der sein, wo diese Seillänge auch führt im Endeffekt. Das ist ja, wenn ich Nachsteiger bin, das ist im Endeffekt für mich ja mehr oder weniger eine Bestrafung. Ja? Ich will ja der sein, der vorausklettert und der das managt. Der Nachsteiger hat es immer ein Stück weit leichter. Aber du sagst gerade Seil, also ihr seid schon in irgendeiner Art und Weise gesichert. Klar, also es kommt immer darauf an, auf das Gelände zum Beispiel. Aha. Jetzt speziell am Porokri war es so, dass wir das eigentlich der größte Teil seilfrei begangen haben. Das war mehr oder weniger eine Firnflanke und auch ein Grat, aber auch mit Verhältnissen, die gepasst haben. Wir haben dann im oberen Bereich eine Seilsicherung angelegt, jetzt aber nicht, weil der Absturz von uns möglich gewesen wäre, sondern weil wir dort einfach von den Verhältnissen her eine erhöhte Lawinengefahr einfach hatten, weil die Tage zuvor als Neuschnee gehabt. Und dann haben wir einfach das schon erkannt gehabt, der Aufbau von der Schneedecke, dass es unter Umständen gefährlich werden könnte und haben da entsprechend vorgesorgt, ein Stück weit einfach. Und im Zustieg, also um da hinzukommen, haben wir uns die ganze Zeit auf einem Gletscher bewegt und die Gletscher verhalten sich natürlich dort auch wie in den Alpen. Das heißt, da muss man aufpassen auf Spalten, angeseilt gehen und so weiter. Das war logisch, dass wir das auch dort machten. Was hat man da alles dabei, wenn man darauf geht? An dem Tag der Tour, ganz normal, also hatten wir, also es war geplant, an einem Tag hochzugehen und auch wieder. So ein Bier vielleicht haben. Das ist leer. an einem Tag hochzugehen, auch wieder runter. Das heißt, wir hatten einen Tagesrucksack mit Verpflegung dabei, hatten unser Kletterequipment, das heißt ein Seil, wo wir zu dritt angeseilt waren, Gurt an. Dann Steigeisen, zum Hinlaufen hatten wir Schneeschuhe oder Skier dabei
und dann halt Pickel, wie auf einer ganz normalen Hochtour in den Alpen auch, um halt sich sicher bewegen zu können. Sauerstoff ist kein Thema da oben? Also erstmal für uns wäre es generell kein Thema. Also, weil? Ja, weil wir schon einen Anspruch an uns selber zu haben, sag ich mal, Neuland entdecken zu wollen. Und das ist ja auch, kann man ja auch mit Ethik ein Stück weit verbinden und sagen, okay, wir legen Wert darauf, dass wir möglichst selbstständig an den Berg rankommen, ohne große technische Hilfsmittel. Das war jetzt auch zum Beispiel unsere erste Tour, wo wir auch Träger dabei hatten, einfach weil dort es auch nicht anders machbar war. Träger heißt jemanden, der tatsächlich euren Rucksack dann trägt, oder? Das waren im Endeffekt Leute aus Askoli, das ist die letzte bewohnte Siedlung, bevor es dann zu uns Richtung, zu unserem Berg sozusagen ging. Das sind Einheimische, die dann die Ausrüstung teilweise mittragen, die auch Verpflegung mit dabei haben. Wir haben ein Verpflegungszelt mit dabei gehabt, also auch Köche in dem Fall, was schon einen deutlich höheren Komfort dargestellt hat, wie auf den vorigen Expeditionen. Und sind die auch mit ganz rauf bis auf den Gipfel? Die gehen bis ins Basislager mit und anschließend auch wieder zurück. Ja, die Köche bleiben dort, der Vorrat bleibt dort. Und wenn wir vorhin angesprochen haben, unser Basecamp ist bei Sternstein aus zwei Zelten, wo wir als Gruppe drin waren und ein Essenszelt sozusagen und ein Kochzelt. Ja. Also wir hatten insgesamt vier Zelte. Ist natürlich deutlich kleiner, wie wir jetzt kommerzielle Expeditionen an 8000 sich bewegen oder aufhalten. Was sagen die Träger, die da mit dabei sind? Sagen die, um Gottes Willen, jetzt kommen wieder die irren Deutschen, die wieder auf irgendeinen Berg rauf wollen und wir müssen wieder den Krempel schleppen? Oder wie sehen die das? Ja, die sehen das einfach neutral wie einen Job eigentlich. Die verdienen damit ihr Zupro oder ihr Geld, machen das, ich sag mal, 3-4 Mal im Jahr und haben so ein gesichertes Einkommen. Und was ich auch einen fairen Deal finde. Die sind das gewohnt, sie machen jedem was im Trekking vor. Also die tragen schwerer, sind schneller unterwegs. Und haben, sagen wir mal, schlechtere Ausrüstung. Ja, es geht hin bis dahin, dass sie in Sandalen halt rumlaufen und viel, viel flinker und schneller sind als wir. Mhm. Weil sie sich halt von Natur aus akklimatisiert sind. Und das hat da, wenn wir als Europäer dorthin kommen, da ist das halt das Thema, mit dem auch der Erfolg eines Gipfels steht oder fällt. Weiß man, wie viele Berge in nicht Europa, sondern weltweit, Europa wahrscheinlich wenige, aber weltweit noch nicht bestiegen wurden? Man weiß, welche bestiegen sind, ja. Das weiß, oder ungefähr zumindest, das weiß man. Aber welche unbestiegen sind, ist schwer zu definieren. Ich wollte nur ganz kurz was zu den Trägern sagen. Ja. Also sie sind auch ein Stück weit dankbar dafür, gerade in Pakistan, dass sie diese Jobs bekommen, weil es oft für die Einheimischen die einzige Möglichkeit auch ist, wirklich Bargeld zu verdienen. Ja, die leben sonst mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Auf ihren Feldern bewirtschaften die und gerade in meinem Karakorum-Gebirge liegt in Pakistan und seit dem Anschlag 2013, glaube ich, im Nanga Parbat Basecamp, wo ja gezielt Bergsteiger umgebracht worden sind, haben die natürlich einen massiven Rückgang an Trekking-Tourismus oder Bergsteigertourismus erlebt. Das heißt, die Lebensgrundlage, wie wir es jetzt in Nepal haben, herrscht dort eigentlich nicht vor. Ja, die sind darauf angewiesen eigentlich und die Leute kommen nicht mehr. Mhm. Und das hat sich mittlerweile ein Stück weit auch regeneriert oder erholt. Es wird besser. Und das ist natürlich auch für uns wichtig, dass wir, wenn wir sowas machen, dort auch dann die einheimische Bevölkerung mit ins Boot nehmen. Dass die auch was davon haben, dass wir wissen, wo unser Geld für die Träger oder für die Lastentiere dann auch bleibt. Mhm. Wie bereitet ihr euch auf so eine Tour vor? Bei dieser Tour jetzt in Pakistan war es klar, dass das mit der Ausdauer steht oder fällt. Wir mussten da jetzt nicht besonders irgendwie schwer klettern, also wie Profis oder sowas in den höchsten Graden, sondern wir haben sehr, sehr viel Cardio gemacht, also Ausdauertraining. Und das hatten wir die letzten 3-4 Monate vor dem Abflugdatum dann intensiv und fokussiert darauf, auf das Ausdauertraining. Mach's mal konkret, was habt ihr gemacht? Ihr seid laufen gegangen oder? Ja, Intervalltraining ist super, weil das entspricht, also meiner Meinung nach, am meisten der Belastung dort auch. Man ist irgendwie mal eine steile Stufe, über die man rüberkommen muss, dann hat man aber auch wieder eine Pause, dann ist es wieder anstrengend, hat wieder eine Pause. Und das haben wir eigentlich hier mit so Intervalltreppenlaufen oder sowas gemacht. Wie finanziert ihr euch das? Das kostet doch auch wahrscheinlich relativ viel Geld, oder? So eine Tour. Ja, eigentlich, wenn man es so zusammenrechnet, wir waren jetzt 4 Wochen in Pakistan ja. und haben
mit allem wirklich komplett zwischen 2.000 und 2.500 Euro ausgegeben. Das geht eigentlich. Genau, ist eigentlich dort, also im Endeffekt, wenn man vergleicht, was man dafür auch bekommt, jetzt für uns persönlich gesehen als Erlebnis, vertretbar oder auch, man könnte fast sagen, günstig im Endeffekt. Ja. Mhm. Klar, die Flüge sind natürlich so ein Hauptkriterium, wo wohl relativ teuer sind. Das ist so ungefähr die Hälfte, was da drauf weggeht. Mhm. Dann sind es Transferkosten und Unterkünfte, wo man braucht. Für uns ist es so, dass wir da auch natürlich ein Stück weit Unterstützung erhalten, also gerade was Bekleidung angeht oder auch durch diese DAV-Förderung zum Beispiel. Das heißt, wir sind im Alpenverein hier in der Sektion Neu-Ulm, haben aber vom Hauptverband in München Gelder zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Tour machen zu können. Mhm. Und das trägt natürlich ein Stück weit mit dazu bei. Wir sind beide Vollzeit beim Arbeiten, heißt, wir sind komplette Amateure eigentlich und machen das nebenher und versuchen halt dann da auch durch Vorträge dann zum Beispiel im Nachhinein dann auch ein Stück weit das zu refinanzieren, das Ganze. Aber es ist unmöglich, damit Geld zu verdienen, oder? Mit dem, so was wir machen, ist es vielleicht nicht so gut möglich wie mit anderen Leuten, die extremere Sachen machen, Huberbuben oder sowas. Die, klar, die verdienen damit ihr Geld, die machen aber, spielen auch in einer anderen Liga, muss ich ganz klar sagen. Wo wir aber auch gar nicht hinwollen. Ich verdiene lieber anders mein Geld und behalte mir mein Hobby. Noch vor. Weil die Situation ist ja, wenn es mit Geld verbunden ist, steht ja automatisch auch ein Stück weit eine Drucksituation. Mhm. Also ich muss ja abliefern im Endeffekt. Und hätten wir jetzt dort in Pakistan, sag ich mal in Anführungszeichen, wären wir nur faul im Basislager rumgesessen, hätten keinen Berg mit nach Hause gebracht, wäre das völlig egal gewesen im Endeffekt. Mhm. Also für uns natürlich, klar, wir wären vielleicht persönlich enttäuscht gewesen, aber wir haben keine Sponsoren, die wir in irgendeiner Weise zufriedenstellen müssen, zwanghaft, wo jetzt irgendeine Tour kommen muss oder ich sag mal, ich mache jetzt eine extreme Tour, dann muss ja automatisch daraus folgen, dass ich eigentlich noch eine extremere Tour mache. Mhm. Und das möchten wir uns auch gar nicht eigentlich auflasten auf unsere Schultern, sondern einfach den Spaß dabei. Was ja auch viel wo die Risikoeinschätzung dann auch, sag mal, nicht so angespannt ist, ne? Weil wenn dann irgendwer, wenn man abliefern muss, ich will das niemandem unterstellen oder so, dann bei gewissen Entscheidungen kann man dann schon sich für oder dagegen entscheiden. Ne? Ich habe gelesen, dass ihr Regeln habt, was diese Bergbesteigungen angeht. Und Regel Nummer 1 ist, nicht den Löffel abzugeben. Genau. Was ist Regel Nummer 2? Du. Ja, und dabei immer gut auszusehen. Das ist die Regel Nummer 2. Erstens Nummer 2. Überleben, zweitens gut auszusehen. Genau. Wenn man die zwei Regeln nicht einhält, dann hat man schon ein Erlebnis gehabt, man kommt gesund und munter nach Hause. Ja. Und dann fertig, ne? Dann hat man eine erfolgreiche Tour eigentlich hinter sich. Und die Freundin freut sich auch noch. Richtig. Darauf wollte ich raus. Was sagen denn Freundinnen, Freunde, Familie zu euren Touren? Also mittlerweile, glaube ich, ist das nicht nur akzeptiert, sondern auch vollkommen unterstützt von Familie oder Bekannte und Freunde. Zu Beginn, die erste Tour, das war 2013, wo wir aus einer Weinlaune heraus, kann man schon sagen, entschieden haben, nach Kamtschatka zu gehen, zu reisen im Winter. Also ist im östlichsten Russland, oberhalb von Japan, und dort im Winter einen 4.500 Meter hohen erloschenen Vulkan zu besteigen. Mhm. Und da haben wir wirklich auch Temperaturen minus 35 Grad. Oh Gott, das also ich friere schon jetzt. In einem Bereich, wo man sagt, da möchte man eigentlich nicht unbedingt hingehen. Und da war es natürlich ganz klar, dass da alle gesagt haben, verstehen wir nicht genau, setzen ganz sauber. Sowas kam natürlich da auf jeden Fall. Ganz klar, muss man schon so sehen. Sind Sie der Vater, oder? Aber was da hilft, ist einfach die Familie vor vollendete Tatsachen manchmal zu stellen und dann sagen, ja, das passt schon und so. Und hinterher wollen sie alle Fotos sehen, ja? Genau, wie war es und toll. Ich möchte so ein kleines Experiment mit euch machen, weil ich möchte auch ein Foto sehen. Aber das Experiment ist folgendermaßen. Und Sie dürfen gerne mal mitmachen zu Hause. Sie hier auch. Wir machen mal alle gemeinsam die Augen zu. Und ihr zeichnet jetzt vor unserem inneren Auge dieses Foto. Und zwar dieses eine Foto oder dieser eine Moment, der euch ins Gedächtnis kommt, ins Bild kommt, wenn ihr an diese Tour zurückdenkt. Quasi das schönste Foto. Ihr dürft nur eins präsentieren. So, wir machen die Augen zu. Philipp? Soll ich was dazu sagen? Ja. Sind alle zu, ich habe gespickelt. Also was mir persönlich so in Erinnerung geblieben ist, das ist einfach das Bild, als wir morgens loslaufen, uns auf den Weg machen zum Poro Kri. Was sehe ich denn? Das ist unseren Hauptberg hinten, unseren Gipfel, unseren Zielberg sozusagen. Sieht er aus wie eine Zipfelmütze oder wie sieht er aus?
wie sieht der aus? Der hat 2 Grate, einen relativ steilen, von der Sonne angescheint, relativ scharfkantig, in der Mitte eine große Wand, große Serax. Auf der rechten Seite haben wir einen etwas leichteren Grat, haben dort Felsen, die sichtbar sind, und ganz oben sehen wir auch in der Sonne leicht angestrahlt den Gipfel. Und der ist weiß, voller Schnee. Der ist weiß, und ganz hinten am Hauptgipfel sehen wir, wie es da so wirklich ein bisschen Fels rausscheint. Und was sehe ich noch auf diesem Bild? Was mir noch im Gedächtnis bleibt, ja, auf dem Weg dorthin, weil dort hat man das ganze Ausmaß, auf der rechten Seite unsere Aufstiegsspur ist so eine, sag mal, 400 Meter relativ steile Flanke auf diesen Grat hoch, dann durch den Felsteil, durch den Felsteil, und dann ja der Gipfel im braunen Granit, dunklen Granit, den wir einfach anfokussiert haben. Okay, ich habe tatsächlich ein Bild vor Augen. Jetzt lassen wir mal alle die Augen zu, also Sie alle, ich mache mal kurz auf. Strecken mal alle, das ist das Schöne, weil es sieht keiner. Strecken mal alle, die sich jetzt gerade ein richtig tolles Bild vorstellen. Ja. Okay, ihr habt es tatsächlich geschafft, ein Bild zu zeichnen. Vielen Dank, danke, dass Sie mitgemacht haben. Hier wurde es sogar gemalt. Vielleicht können wir das mal kurz... stimmt das in etwa so? Ich hätte gerne ein Bild dabei, ja. Vom Handy wäre eins. Ja. Also ist alles da. Also, ihr habt es tatsächlich geschafft, ein Bild bei uns zu zeichnen, was ja sehr großartig ist, weil ich glaube, es lebt so ein bisschen von diesen Erinnerungen und von Bildern und von all dem, was ihr da macht. Wenn wir jetzt haben wir ein Bild nach hinten gezeichnet, wenn wir jetzt eins nach vorne zeichnen würden, was steht denn da noch so auf eurer Bilderliste? Was kommt da noch? Es wird auf jeden Fall wieder kalt. Also wir sind aktuell so in der Planung. Ziel haben wir, glaube ich, schon gefunden. Es soll Grönland werden. Oh, okay. Am Strand ist es übrigens auch schön, wenn man einfach mal so 2 Wochen liegt. Da haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Da wird man total hibbelig. Das heißt, es ist echt gar nicht euer Ding. So Strandurlaub, mal einfach ausruhen, nichts machen? Danach schon, ja. Ja? Ja. Okay, nächste Tour Grönland. Ja. Um da was zu erleben? Also wir wollen im Winter dorthin. Ja. Und Ziel ist momentan, wir sind... Also gerade Juni, Juli ist doch deutlich wärmer. Oder August auch. Was heißt wärmer in Grönland? Ich weiß nicht, was Durchschnittstemperatur in den Monaten ist, aber auch wirklich auch teilweise dann die Fjorde sind eisfrei. Das sind nur Eisschollen unterwegs. Okay. Ja. Sommer bedeutet, man kann mit dem Schiff irgendwo hinfahren. Ah ja, ich lerne echt viel. Für mich war aber das, glaube ich, Nordpol, ne? Oder so, wo es immer so ja, genau, ist. Richtig. Ja, okay. Genau. Also Grönland. Und da wollt ihr im Winter hin, um was zu machen? Nach Möglichkeit auch wieder einen unbestiegenen Gipfel zu besteigen. Wo genau der sein wird, das können wir jetzt noch nicht sagen. Das sind wir gerade in der Vorbereitung, in der Recherche arbeiten, um das auch abzuklären. Ich meine, das muss ja immer ein Stück weit ja auch Hand und Fuß haben, dann diese Recherche. Ja, das ist so das Ziel für April, Anfang Mai 2017. Das heißt, ihr seid dann da auch ungefähr 4, 6 Wochen? 3 Wochen werden das diese. 3 Wochen, April, Anfang Mai. Das heißt, ihr seid Mitte Mai wieder da. Ja. Wenn es nach Plan läuft, ja. Genau. Und Ende Mai, Anfang Juni sehen wir uns bei Auf ein Bier mit. Sehr gerne. Wollen wir das so machen? Das können wir gerne machen. Ich finde das großartig. Bringt bitte dann richtige Fotos mit. Genau. Ich finde, das hat wunderbar funktioniert gerade eben. Was ich von euch gerne noch hätte, ist jeweils auf den Bierdeckeln unter eurem Kaltgetränk ein Autogramm für meine Sammlung. Sehr gerne. Und dann passt ihr mir in Grün, also wenn sich eure Familie schon keine Sorgen macht. Ich bin echt auch kein Schisser, wirklich nicht. Aber passt bitte auf euch auf, ich brauche euch im Mai oder Juni. Versprochen. Ja? Tipptopp, top, danke für den Besuch, vielen Dank, Dankeschön. Danke. Vielen Dank an Sie. Danke. Und Dankeschön auch an Sie, schön, dass Sie mit dabei waren. Hilde Mattheis ist die stellvertretende Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg und sie ist kommende Woche bei uns zu Gast in Auf ein Bier mit. Das heißt, wir sehen uns wieder, Donnerstagabend, 19.30 Uhr. Bis dahin. Schönen Abend, machen Sie es gut. Tschüss. Zum Wohle. Zum Wohl. Salut. Tip top. Danke. Prost, Prost. Cheers. Zum Wohl. Geile Geschichte. Danke. Ja. Hat Spaß gemacht. Mir auch. War cool. Mir echt auch. Es ging so schnell rum. Voll.
ein Bier mit Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.